Hallöchen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute habe ich ebenfalls ein Halloween-Make-up-Tutorial für euch, denn ich war ein bisschen auf Instagram unterwegs und habe ein richtig cooles Bild gefunden, wo ein Halloween-Make-up zu sehen ist. Das werde ich euch erstmal nicht zeigen. Ich lasse euch überraschen, was es sein wird. Es ist auf jeden Fall eine Katze und das wurde bei NYX Cosmetics auf der Seite gepostet. Ich habe jetzt das Bild vor mir und versuche das jetzt mal nachzuschminken. Das meiste, was in diesem Make-up verwendet wird, ist die Farbe Pink, Lila, Rot bisschen rein. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob ich diesen Look überhaupt schaffe zu schminken. Bin auf jeden Fall gespannt, ob ich es schaffe. Und ja, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das sehr, sehr gerne einmal hier unten kostenlos tun. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und hier oben verlinke ich dir noch meine weiteren Verlosungen, die ich im Moment noch am Laufen habe. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem Video. Als erstes tragen wir hier den Primer auf. Da habe ich den von Catrice, den ich die ganze Zeit benutze in meinen anderen Videos. Und tragen das im Gesicht auf, verteilen das dann schön. Ich habe da aus Versehen ein bisschen zu viel Primer genommen, deswegen bin ich auch so weiß geworden. Aber das ist nicht so schlimm, ich habe es noch verteilt bekommen. Als zweites gehen wir rüber zu meinem Make-up. Da benutze ich das von Manhattan, was ich jetzt in den Videos benutzt hatte. Und verteile das mit meinem allerliebsten Pinsel in meinem Gesicht. Und als nächstes nutze ich dann meinen Compact Fixing Powder und fixiere das Ganze in meinem Gesicht, was ich gerade aufgetragen habe. Erst unter den Augen und dann das ganze andere Gesicht fixiere ich ein bisschen. Dann fangen wir einfach mal an mit dem einfachen Teil von dem Make-up, und zwar die Augenbrauen. Da braucht ihr einmal so eine Palette, also nicht unbedingt so eine Palette, sondern eigentlich eine pinke und eine lilane Farbe. Da habe ich mir dann einfach diese Palette geschnappt. Und malt eure Augenbrauen so an, wie ich das gerade mache. Also die Hälfte vom Augenbrauen in Pink und die andere Hälfte in Lila. Dann machen wir weiter mit einem Eyeshadow Primer. Den tue ich mir nämlich auf mein Gesicht verteilen, weil das Make-up muss irgendwie in der Mitte ein bisschen heller wirken. Ich weiß auch nicht warum, deswegen habe ich das einfach mit einem Eyeshadow Primer gemacht. Ich habe da nämlich nichts anderes gefunden, was ich mir da auftragen hätte können. Auf jeden Fall trage ich mir das auf. Und dann habe ich mir hier von einer Essenspalette eine weiße Farbe geschnappt, damit ich das Ganze so gesagt ein wenig fixieren kann, auch wenn das ein Lidschatten ist. Dadurch wurde das nicht mehr so hell und es war dann halt eher nicht so eine Creme-Konsistenz auf meiner Haut, sondern eine pudrige Konsistenz auf meiner Haut. Oh mein Gott, ich kann nicht reden. Dann habe ich mir die Batik Highlighter Palette geschnappt und habe das ein bisschen gehighlightet. Habe dann ein bisschen zu viel gehighlightet, wie man sieht. Dann nehme ich mir einen Pinsel und wieder meine Palette und brauche wieder die lilane und pinke Farbe, denn es geht weiter mit der Nase. Da konturieren wir so gesagt die Nase, aber halt mit einer Farbe. Einmal in Pink ein bisschen und dann kommt Lila dran. Und dann fangen wir an mit diesen komischen Zacken, die die Katze da hat. Da braucht ihr auch ebenfalls die lilane und die pinke Farbe. Erst malt ihr alles mit der lilanen Farbe vor. Malt das dann ein bisschen mit Lila aus. Und dann kommt da eigentlich so die pinke Farbe dazwischen, wie ihr da so seht. Also ich habe da jetzt erstmal den in der Mitte gemacht, dann den außen, dann noch ein außen und dann auf der anderen Seite noch eins, also das wurde schon sehr, sehr groß und danach kam noch einer dran und ja, sieht eigentlich ganz cool aus, oder? Dann als nächstes machen wir mit der Nase weiter, die muss nämlich so schwarz werden und ja, später wird sie aber pink-lila, nicht nur schwarz, dann habe ich die einfach nur so vorgemalt, wie ihr das sehen könnt. Und dann malt ihr da noch so einen Strich in der Mitte einfach durch. Und dann malen wir die Nase in Lila und Pink aus, damit das so ungefähr aussieht. Und dann malen wir den schwarzen Strich nochmal an. Als nächstes gehen wir weiter mit dem Mund ein bisschen weiter. Da habe ich mir erstmal solche zwei Punkte gesetzt, womit ich das dann verbinde. Und habe dann mit dem unteren Strich angefangen. Habe ich sehr gut hinbekommen eigentlich. Und dann halt eben alles vervollständigt, wie ihr sehen könnt.
Dann habe ich vergessen, etwas zu machen, und zwar noch einen Strich. Das habe ich dann später auf dem Bild gesehen mit diesen Zacken da. Und dann machen wir weiter mit den Zähnen. Die habe ich dann einfach so drumherum hin und her gemalt. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie ich die anfangen sollte. Ich habe die Striche aber ein bisschen zu klein gemacht, sodass ich die dann später mit der weißen Farbe nicht so gut anmalen konnte. Und dann wurde das alles auf dem Schwarz mitverteilt. Das heißt, ihr müsst das auch ein bisschen größer malen, die Zacken. Das habe ich aber später erst bemerkt. Und dann füllen wir das Ganze mit unserem Eyeliner aus, in Schwarz am besten. Wäre ganz gut. Und ja, so sieht das dann halt aus, wenn das fertig ist mit dem Schwarz innen drinnen. Dann habe ich mir einen Eyeshadow Primer genommen, aber einen anderen, den ich in meinem Gesicht benutzt habe, war ein anderer. Und der ist von Micellin, glaube ich. Und da habe ich versucht, halt die Zähne weiß zu machen, aber es ist halt nicht wirklich so gelungen, weil ich halt eben ein bisschen über Schwarz gemalt habe. Aber ich habe halt wirklich mein Bestes versucht. Dann habe ich die weiße Farbe wieder genommen von dem Lidschatten, was ich eben benutzt hatte, und habe dann versucht, das ein bisschen zu retten. Aber es hat nicht wirklich funktioniert. Und ja, ich habe dann noch das Schwarze da angemalt. Und dann waren wir eigentlich schon fast fertig. Dann haben wir noch diese Schnurrbarthaare gemalt an den Seiten, 3 Stück jeweils. Und dann habe ich mir noch ein Eyeliner gezogen, einmal unter dem Auge und einmal über dem Auge. Nennt man das so überhaupt? Aber ich habe es auf jeden Fall gemacht, wie ihr seht. Es muss auch nicht alles so ganz ordentlich sein. Ihr seht, ich habe mich auch ein bisschen vermalt, weil ich nicht so wirklich gut Eyeliner malen kann. Und dann machen wir uns noch einen Make-up-Look an den Augen. Habe ich einfach eine pinke Farbe genommen, auch wenn ich es über den Eyeliner gemalt habe. Das ist nicht so schlimm, es sieht ja trotzdem noch ganz gut aus. Und unter den Augen kommt auch nochmal eine pinke Farbe hin, wie ihr das sehen könnt. Und dann habe ich noch um den Mund herum, ich glaube, das war auf dem Bild genauso zu sehen, alles in pink angemalt. Und ja, ich fand eigentlich, das sah eigentlich ganz gut aus. Eine pink Lady Cat. Und ja, habe ich dann alles drumherum noch angemalt. Im Gesicht habe ich noch ein bisschen so pink reingetan, weil ich das später im Bild gesehen habe. Und dadurch, dass man dann die Zacken nicht mehr so gut sehen konnte, habe ich dann diesen Eyeliner, also mit dem Eyeliner diese Striche um diese Zacken da gezogen. Weil sonst hätte man das eigentlich fast gar nicht mehr gesehen, so gesagt. Deswegen habe ich das so gemacht, auch wenn das auf dem Bild nicht so vorhanden war. Dann habe ich mir noch mit meiner Mascara meine Wimpern getuscht. Und ja, das war's eigentlich schon mit dem Make-up. Und wir sind fertig. Ja, liebe Leute, mein Halloween-Make-up-Look, eine Cat, eine pink-lilane Katze, ist fertig. Ich hoffe, es gefällt euch, also mir persönlich. Es ist zwar nicht das gelungen, was gelingen sollte, aber ich finde das eigentlich ganz, ganz cool dafür, dass ich das jetzt ein bisschen so nach meiner Art gestaltet habe. Also nicht alles wirklich vom Bild, okay, nicht genau das gleiche vom Bild genommen habe, sondern so ungefähr, zum Beispiel diese Striche hier, die gibt's auf dem Bild gar nicht. Also die sind halt einfach nur lila-pink. Die Striche habe ich jetzt zum Beispiel dazu mitgenommen und
Ja, habe das ein bisschen nach meiner Art gestaltet. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Also ich weiß natürlich nicht, ob ihr das Make-up kennt von NYX Cosmetics. Bei der Instagram-Seite haben die das mal gepostet vor ein paar Tagen. Und ich habe das gesehen und dachte mir, das ist doch eigentlich auch ganz gut zum Nachmachen. Und das ist auch gar nicht so schwer. Das mit den Zehen ist halt natürlich eine Sache, die muss man irgendwann drauf haben. Wenn man das jedes Mal macht, kriegt man das hin. Und ja, ansonsten finde ich das eigentlich recht gut gelungen. Wenn du dieses Halloween-Make-up irgendwie nachschminken möchtest, dann schreib es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen, wenn du das nachmachen würdest. Ich hoffe, euch gefällt dieser Halloween-Make-up-Look. Stimmt auf jeden Fall hier oben jetzt ab, welches für euch bis jetzt das beste Halloween-Make-up war. Da mache ich nämlich eine kleine Abstimmung und hoffe, es gefällt euch. Also, ich bin auf jeden Fall stolz auf mich und ja, hoffe, es gefällt euch ebenfalls. Wenn es dem so ist, dann würde ich mich sehr, sehr gerne über einen Daumen nach oben von euch freuen. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das sehr, sehr gerne hier unten kostenlos tun. Das würde mich sehr, sehr freuen. Hier oben habe ich noch Videos verlinkt, wo noch eine Verlosung stattfindet, beziehungsweise zwei Verlosungen stattfinden. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!